Der Mensch ist seit jeher vom Wetter abhängig. Gewitter sind eine besondere Gefahr. Mit intelligenter Technik kann man diese rechtzeitig erkennen. Blitzdaten haben den großen Vorteil, im Gegensatz zu anderen Wetterdaten wie Radar, wie Satellit etc., dass sie das Wettergeschehen nahezu in Echtzeit darstellen und keinerlei Interpretation notwendig ist. Ein Blitz ist ein Blitz. Wir reden hier von Millionstelsekunden Unterschied. Diese Stationen sind aber über GPS auf Milliardelsekunden synchronisiert. Blitzdaten sind für viele Branchen lebensnotwendig geworden. Sie machen unser modernes Leben sicherer. Nowcast hat ein System entwickelt, mit dem Blitze zuverlässig erfasst werden. Wetter hat Auswirkungen auf die Pünktlichkeit, Wetter hat Auswirkungen auf die Sicherheit. Insofern spielt das Wetter und Wetterinformationen für uns eine ganz wesentliche Rolle. Technik für Grenzbereiche. Bei Nowcast ist es gelungen, eine Technologie aus der Forschung in ein operatives Unternehmen zu überführen und dort weiterzuentwickeln. Und so ist Nowcast heute mit einem relativ kleinen, aber hochmotivierten, hochkompetenten und hochspezialisierten Team Technologieführer in diesem Bereich. Und wir sind in der Lage, nahezu weltweit Blitzdaten in allerhöchster Qualität anzubieten. Wissenschaftsstandort Garching bei München. Ende der 80er Jahre erforscht hier der Atomphysiker Hans-Dieter Beetz die Physik der Atmosphäre. Zu diesem Zeitpunkt gibt es kein System, um Blitze präzise messen zu können. Professor Beetz will das ändern. Die Möglichkeit, ein solches Netz zu entwickeln, hat ganz eng damit zu tun, dass wir, nicht nur meine Person, sondern auch meine Mitarbeiter, eben Physiker waren, Experimentalphysiker, die eben alle modernen Messmethoden kennen. Das ist eine unverzichtbare Voraussetzung, um ein effizientes und intelligentes System zu entwickeln. Die Forscher machen sich eine Eigenschaft der Blitze zunutze. Jede Entladung erzeugt einen starken Energieimpuls. Diese Energie besteht größtenteils aus elektromagnetischer Strahlung, analog niederfrequenter Radiowellen, und kann von unseren Antennen, die ähnlich sind wie Radioantennen, aufgefangen werden, und zwar noch in großer Entfernung bis etwa 1000 Kilometer. Um die genaue Position eines Blitzes zu bestimmen, braucht man mehrere Antennen. Der elektromagnetische Impuls breitet sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aus. Dadurch trifft er bei den verschiedenen Antennen mit einer minimalen zeitlichen Differenz ein. Mit einem patentierten Algorithmus wird daraus die exakte Position des Blitzes berechnet. Unser Blitzmesssystem unterscheidet sich von anderen Systemen durch eine sehr hohe Sensibilität. Das heißt, auch sehr weit entfernte Blitze und sehr schwache Blitze werden mit höchster Präzision gemessen. Das erreichen wir durch ein einzigartiges Antennendesign und auch durch die Tatsache, dass immer mehrere Sensoren an der Messung beteiligt sind. Das macht uns auch immun gegen Störungen. Nowcast betreibt weltweit eigene und unabhängige Messnetze. Nowcast betreibt in weiten Teilen der Welt eigene Blitzmessnetze. Damit ist Nowcast in der Lage, Kunden aus verschiedensten Branchen mit 3D-Hochpräzisions-Blitzdaten in Echtzeit zu versorgen. Diese Blitzdaten können über die Nowcast-eigenen Web-Anwendungen zur Verfügung gestellt werden oder als Echtzeit-Datenstrom in die Anwendungen der Kunden integriert werden. Ebenso vertreibt Nowcast komplett autarke und skalierbare Blitzmessnetze. Diese Komplettlösungen sind modular und werden entsprechend den Kundenanforderungen konfiguriert, vor Ort installiert und in die Infrastruktur der Kunden eingebunden.
Die Entscheidung zwischen Blitzdaten und Komplettlösung hängt dabei ganz von den Wünschen der Kunden ab. Abzuwägen sind CAPEX oder OPEX, ob besondere Sicherheitsanforderungen vorhanden sind oder ob Fördermöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wichtige Informationen für nationale Wetterdienste. Der Deutsche Wetterdienst ist von Beginn an in die Entwicklung des Systems involviert und einer der ersten Nutzer. Heute sind die Blitzdaten ein fester Bestandteil seiner Vorhersagen. In Verbindung mit den anderen Möglichkeiten der Radarmetrologie, der Satellitenmetrologie, haben wir jetzt gute Prognoseverfahren entwickelt. Das heißt, wir können für die nächsten 30, 60 oder 120 Minuten recht gut vorhersagen, wo zieht das Gewitter hin. Und dafür ist die Blitzortung, die Einbindung der Blitzdaten in das Gesamtsystem ganz wichtig. Flughafen München. Internationales Luftdrehkreuz mit über 1000 Flugbewegungen täglich. Ein komplexes System, in dem alles nahtlos ineinander greifen muss. Jede Verspätungsminute kostet eine Fluggesellschaft eine ganze Menge Geld. Wir sind dafür zuständig, die Flüge so pünktlich wie möglich neben der obersten Priorität Sicherheit abzuwickeln. Und gerade bei einem Hub wie hier in München, wo eine Vernetzung mit Langstreckenflügen, Mittel-Kurzstreckenflügen stattfindet, mit sehr vielen Passagierumschlägen etc., ist eine optimale Vorplanung der möglichen Kapazitäten auf Basis der Wetterdaten extrem wichtig. Gewitter stellen für den Luftverkehr eine ernstzunehmende Gefahr dar. Die Flugzeuge müssen rechtzeitig umgeleitet werden. Dafür muss die Planung permanent angepasst werden. Verlässliche Blitzdaten sind hier unentbehrlich. Wir haben einmal Satellitendaten, wo sich Gewitterlagen bzw. Wolken, konvektive Wolken bilden. Zusätzlich aber ganz wichtig zu sehen, wo kommt es zu Blitzentladungen, Blitzaktivitäten in diesen Wolkensystemen, da dies natürlich auch frühzeitig eine Information dafür ist, dass ein Gewitter in jeweilige Korridore, Luftsektoren einziehen wird oder sogar den Flughafen direkt betreffen wird. Das Nowcast-System bietet noch ein weiteres Feature, das sogenannte Cell-Tracking. Die hohe Präzision unserer Blitzdaten erlaubt Kürzestfristprognosen, wo, mit welcher Geschwindigkeit und welcher Intensität Gewitter demnächst auftreten. Nicht nur die Flugzeuge in der Luft sind von Gewittern betroffen. Auch am Flughafen müssen Passagiere und Mitarbeiter vor Blitzeinschlägen geschützt werden. Wir haben zum einen natürlich die Sicherheit unserer Mitarbeiter im Auge zu behalten und zu beachten. Das heißt, zu verhindern, dass jemand vom Blitz getroffen wird oder geschädigt wird. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich die Einschränkungen unserer Kunden so gering wie möglich halten. Die Daten der Firma Nowcast auf dem System LinetView spielen für uns bei der Blitzdetektion eine ganz wesentliche Rolle. Auf dem System werden nicht nur Blitz dargestellt, es wird auch Gewitterzellen dargestellt, es wird eine Gewitterzellenvorhersage getroffen anhand der Zugrichtung und Zuggeschwindigkeit der Zelle, also wo befindet sich die Zelle voraussichtlich wann. Unentbehrliche Informationen für die Luftfahrt. Bei Nowcast steht die Qualität im Mittelpunkt aller Bemühungen. Das beginnt bei der Forschung, die wir selbst und in Zusammenarbeit mit internationalen Universitäten und eigenen Experten durchführen. Das geht weiter, dass die gesamte Entwicklung der Software wie auch der Hardware im Haus bei Nowcast durch unsere eigenen Experten erfolgt. Und wir produzieren sogar die Hardware und betreiben dann auch die Netze, mit denen wir die Blitze zunehmend weltweit messen. Energie ist der Motor unseres modernen Lebens. Energieversorger sind zunehmend vom Wetter abhängig. Gewitter können die Stromversorgung empfindlich stören. Wir haben hier ein Stromnetz, das eine Länge hat von 32.000 Kilometern. Das heißt, wir müssen tatsächlich erstmal in diesem Stromnetz von 32.000 Kilometern Länge die Stelle finden, in der die Störung aufgetreten ist. Der Worst Case, ein Stromausfall. Die Ursache muss so schnell wie möglich gefunden werden. Blitzdaten stehen in Echtzeit zur Verfügung.
Wenn wir wissen, in einem nahen Umfeld gab es einen Blitzeinschlag, wie wir das eben über die Blitzdaten erkennen können, das wird ja auch hier visualisiert, dann können wir die Leitung erstmal wieder zuschalten. Und nur sollte da tatsächlich noch ein Schaden sein, müssen wir einen Mitarbeiter aus unserer Rufbereitschaft vor Ort schicken, der dann tatsächlich vor Ort noch eine Reparatur durchführen muss oder Ähnliches. Ausfallzeiten können so gering wie möglich gehalten werden. Ein starker Wettbewerbsvorteil. Hochschule der Bundeswehr bei München. Im Hochspannungslabor können Blitze künstlich erzeugt werden. Optimale Forschungsbedingungen für die Blitzjäger. Es geht nicht nur um die Blitzortung selbst, sondern auch noch um die Präzisierung der abgeleiteten Daten. Wir reden hier über Hagelwarnung, über Starkregenwarnung. Wir reden auch davon, die präzise Vorhersage wirklich zu perfektionieren und die Gewitterentwicklung auf die Minute genau zu optimieren. Grundlagenforschung für neue Produkte. 3, 2, 1. Die künstlichen Entladungen werden mit Hochgeschwindigkeitskameras aufgezeichnet. Wertvolle Daten unter Laborbedingungen, um die Systeme zu perfektionieren. Viele Branchen wie Windenergie und Versicherer profitieren von diesen Ergebnissen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Potenzial für Blitzdaten noch sehr viel größer ist. Es sind nicht nur die Wetterdienste, die Versicherer, die Flughäfen, Flugsicherungen, Energieversorger, die heute ja schon in sehr hohem Maße Blitzdaten einsetzen, um Leben zu schützen und Einsparungen zu erzielen. Es gibt noch sehr viel mehr Bereiche, in denen Blitzdaten helfen würden, Sicherheit und Effizienz zu erhöhen. Ich denke da zum Beispiel an Großveranstaltungen, die mit Hilfe von Blitzinformationen deutlich sicherer gemacht werden könnten. Oder an die Luftfahrt, wo auch im Cockpit hochpräzise Echtzeitinformationen sehr hilfreich wären. Doch woher weiß man, ob ein Gewitter tatsächlich Hagel bringt? Die Antwort liegt in zwei unterschiedlichen Arten von Blitzen. Neben den Bodenblitzen gibt es auch sogenannte Wolkeblitze, die sich im Inneren eines Gewitters entladen. Je höher die Wolkeblitze steigen, umso stärker ist ein Gewitter. Ein Vorteil unseres Systems besteht darin, dass wir die Wolkeblitze nicht nur als Typ identifizieren können, sondern dass es uns auch möglich ist, die genaue Höhe zu erfassen, in welcher sie stattfinden. Dieses Verfahren wird von keinem anderen System geleistet und konnte daher von der Naukast patentiert werden. Wenn Anzahl und Höhe der Wolkeblitze sprunghaft ansteigen, droht akute Gefahr. Das Signal für die Hagelflieger zum Start. Dann fliegt man in die Richtung der Gewitterzelle und muss halt dann auch mit den Daten, die man noch zur Verfügung hat, entscheiden, wo ist die richtige Stelle, an der ich impfen kann. Wir impfen ja im Aufwind einer Gewitterwolke und den Bereich muss man finden, möglichst schnell. Wenn man sich vorstellt, was in der Wetterküche in 5 Minuten abläuft, dann sieht man, wie wichtig es ist, Echtzeitdaten zu haben, und die Blitzdaten sind eben die, sage ich mal, die aktuellsten Daten, die man bekommen kann für solche Dinge. Bei Naukast messen wir seit vielen Jahren alle Gewitter in Europa und haben mittlerweile unsere Blitzmessnetze auf allen Kontinenten ausgebaut. Weil letztlich sind wir davon überzeugt, dass man überall Blitzdaten benötigt. Gerade auch in Ländern, die noch nicht über die hinreichende technische Ausstattung verfügen, sind Blitzdaten eine sehr kostengünstige und effiziente Möglichkeit, sich vor Unwettern zu schützen.